Alter, 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 von allen Seiten beißt es an. Hier, was ist denn da schon wieder los, Alter? Lecko, Fanny, zieh mal raus hier, die Brocken. Ei, 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 weißt du, da bist du mal einmal wieder hier auf Karpfen und dann geht das hier wild wieder los. So, Tag zusammen, erstmal und herzlich willkommen hier zum nächsten Video in Russian Fishing 4. Heute nach langer Zeit mal wieder am Bärensee unterwegs. Und hier stehe ich jetzt gerade seit ein paar Minuten, noch gar nicht so lang. Hab mir gedacht, komm, halt mal schön die Kartoffel rein, Alten. Gucken wir mal, was so geht. Und das Ganze geht eher jetzt hier auch ins Basic-Angeln. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, hier mit dem allerdicksten Equipment und den allergeilsten Futtermischkombinationen hier was rauszuziehen, sondern für mich immer auch wichtig, wie kann man mit den Basics hier ein bisschen was rausziehen. Und wenn wir hier mal kurz in den Kescher reingucken, 10 Minuten, 11 Fische, dann sieht das schon ganz gut aus. Es sind natürlich hier jetzt ein paar Brocken dabei, die jetzt noch nicht so richtig gut aussehen, die so ein bisschen klein geraten sind. Naja, aber das kann ja noch kommen alles. Wie gesagt, für 10 Minuten hier rumstehen und einfach nur Kartoffel reinhalten, sieht das schon ganz gut aus. Ich bin jetzt hier seit ungefähr 17, 18 Uhr Ingame-Zeit. Bin jetzt auch sehr gespannt, wie es jetzt die Nacht hindurch geht, wie es dann aussieht von der Frequenz natürlich. Und hoppala, da bin ich jetzt wieder los, jawohl. Und ich hoffe natürlich, dass da noch ein bisschen was geht. Und dass sich das so einigermaßen lohnt. Bisher, wie gesagt, von der Frequenz her schon tipptopp. Das heißt, wenn man gerade frisch Level 18 ist und vielleicht noch nicht so das ultimative Setup hat, sondern man hat sich vielleicht schon so Stück für Stück das Feeder-Set Pro oder sowas zusammengespart, dann kann man hier mal hin, wenn man sagt, Mensch, die ganze Zeit nur Brassen kloppen an der alten Festung. Wer will das denn? Es wird auch mal Zeit, ein paar dicke Dinger hier rauszuziehen, ein paar richtig dicke Brocken. Dann kann man sich natürlich auch hier hinstellen, wobei es bisher noch nicht so richtig dick ist. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Denn wenn wir mal ehrlich sind mit Level 18 und diesem kleinen Starter-Set, dann ist das alles andere als spaßig, wenn man hier auf einmal einen fetten 20, 30 Kilo Fisch dran hat. Der macht ordentlich Radau. Und dann muss man natürlich hier auch losrennen und dem Fisch verfolgen und zusehen, dass man nicht leer gezogen wird. Gucken wir mal hier. Das ist doch ein schönes Maß. Solche Schuppis, die passen schon. Die Dinger, die bringen dann auch die Kohle. Also das ist dann die Größe und auch die Optik, die wir haben wollen. So dürfen die aussehen. Aber natürlich auch Amure und Co. Die sollen und dürfen hier alle gerne reinrasseln. Gucken wir uns das Setup einfach mal an. Es bimmelt schon wieder los. Es bimmelt schon wieder auf beiden, auf zwei Routen bimmelt es schon wieder los. Also schauen wir mal schnell rein ins Setup. Wie auch schon zuletzt, ähnliches Setup. Relativ dick vom Setup. Allerdings könnte man hier auch mit einem durchschnittlichen Setup, ich sag mal so 13,5 Kilo, ich glaube, das ist ganz vernünftig, wenn man eine Bremse hat, die um die 13 Kilo vielleicht schon bremst, dann die Schnur dementsprechend anpassen und die Route auch entsprechend. Also so um die, ich sag mal so 13 Kilo aufwärts, kann man sich hier schon mal ganz entspannt hinstellen. Dann ist es allerdings noch wichtig, dass man ausreichend Schnur auf der Rolle hat, wenn man nicht so hart bremsen kann mit 13 Kilo. Das heißt, bei 13 Kilo braucht man deutlich mehr Bremskraft, wenn da mal ein dicker oder deutlich mehr Meter auf der Rolle, wenn da mal ein dicker drauf geht. Und da gucken wir uns gleich mal im Detail an, wie viel Meter denn hier so sinnvoll ist und wie weit die Fische denn abhauen können.
So, ziehen wir mal hier ein paar Brocken raus. Das läuft ja doch noch ganz gut gerade, auch jetzt am Abend. Hab ich einen Clip? So wie das aussieht. Hab ich einen Clip? Hab ich einen Clip? Tatsächlich. Ich habe noch nicht mal eine Futtermische. Ohne Futtermische. Zack. Aber mit Clip. Ist das ein Dingen? Und das bei so kleinen Fischen. Nichtsdestotrotz, ich habe mir gedacht, komm, baller alles komplett auf eine Länge. Das heißt, alle drei Routen liegen da jetzt an der gleichen Stelle. Was ich gleich noch testen möchte, ist neben meinem Lieblingsstandard-Karpfenköder-Kartoffel. Daneben möchte ich gleich nochmal vielleicht ein bisschen Käse testen. Käse ist immer ganz gut für die Barbe. Und wenn die Barbe damit reinballert, dann lohnt es sich auch nochmal richtig. So, wildes Gezuppel jetzt hier die ganze Zeit schon. Gehen wir mal so langsam hier dran. Die können sich ja alle gar nicht richtig entscheiden. Alles, die ganzen kleinen Karauschen, Giebel, was nicht alles. Guck dir das mal an hier in der Nacht. Also die Frequenz ist top. Gänzlich ohne Futtermische bisher. Einfach nur, jetzt hat er sich entschieden. Zack, immer schön den Anschlag setzen. Mit Steuerung und Rechtsklick. Einmal reinhauen. Und dann rausziehen die kleinen Dinger. Also wie gesagt, gänzlich ohne Futtermische. Einfach nur einen Einserhaken auf Kartoffel. Und dann gib ihm raus damit. Wenn wir jetzt mal hier schauen auf der Map, wie weit und wo sind wir denn? Wir stellen uns erstmal so hin. So, das sind die Koordinaten hier, 44, 50. Und wenn man sich das mal so anschaut von den Entfernungen her, wir sind ungefähr in diesem Bereich. Das sind jetzt hier 21 Meter bis hierhin. So, und wenn wir dann überlegen, von hier, wo wir stehen, bis hier hinten ins letzte Zipfelchen sind es rund 120 Meter. Heißt, wir brauchen, wenn wir das jetzt hier durchrechnen, 1, 2, ja, sagen wir mal so 3 so Felder, dann ist das schon, glaube ich, das Maximum. Aber dann sind wir hier bei rund 120 Meter Schnur, die wir in jedem Fall drauf haben müssen. Es empfiehlt sich da natürlich einfach für die Bequemlichkeit, ein bisschen mehr Schnur drauf zu machen als nur diese 120. Das heißt, wenn der Fisch mal hier hinten irgendwo hinrennt, muss man halt nicht sofort hinterher. Nichtsdestotrotz, wenn es zu steil in die Richtung geht, bevor der halt hier oben hin rumrennt, ist halt, dann wäre es halt richtig schlecht. Oder ihr lasst den hier unten hin abhauen, den Fisch. Und dann muss man halt doch irgendwann mal schneller hinterherlaufen, weil wenn man diesen Weg hier nochmal rumrennt, dann ist halt richtig schlecht. Dann muss man wirklich einige Meter mehr Schnur auf einmal verbrauchen durchs Hinterherrennen. Das heißt, wenn es nach unten rennt, immer ganz gefährlich. Wenn die Fische in die Richtung hier abhauen, fliehen, ist das alles ganz entspannt. Mit 120 Meter plus, dann ist das alles ganz easy. Wie gesagt, wichtig, auf die Rolle achten halt hier. Also nicht auf diese Meter, sondern auf die Meter, die wirklich dann effektiv auf der Rolle dann drauf sind, ne? Ich habe jetzt hier 167 Meter drauf, völlig entspannt von der Schnur, von den Metern. Allerdings kann ich auch hier mit, ja, mit der vollen Bremse rechnen. Also die 26 Kilo kann ich halt komplett ausnutzen. Zack, da geht der nächste rein. Oh, was haben wir denn hier? Kleiner Lederkarpfen. So. Zack, 21 Meter. Mit der Match stand ich hier auch gerade schon. Match 1,70 Meter Tiefe war gar nichts. War gar nichts. Das heißt, hier die ersten 10 Minuten, die ersten 10 Minuten oder sagen wir mal die ersten 8 Minuten waren komplett mit zwei Ruten nur gefischt und trotz allem in den ersten 10 Minuten 11 Fische draußen gehabt. Ich habe dann einfach irgendwann mal gewechselt wieder auf komplett auf Grund, weil es einfach die ganze Zeit gebimmelt hat auf den Grundrouten. Und das nimmt man doch so dann ganz gerne mit. Also, einer der wichtigen Standardspots hier, 44, 50, 44, 51, so in diesem Bereich. Und dann gucken wir einfach gleich nochmal, was hier geht. Ich glaube, ich ändere gleich nochmal eben
eine Route auf dem Käse ab, teste das mal so ein bisschen. Und dann, wenn es hier gleich wieder mächtig reinrasselt, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Irgendwo hat sich schon wieder einer angekündigt. Gucken wir einfach gleich nochmal mit rein. Zack, und dann geht's wieder los. Und zwar auch direkt auf zwei wieder gleichzeitig. Völlig auf dreien. Und hier sogar mit ein bisschen Bremse, jawohl. Krass. Ich habe gerade mal vor Spaß schon mal reingeguckt. So nach den ersten 20 Minuten lag ich jetzt hier bei 60 Silber. Also, es fängt schon ganz gut an. So kann das laufen. Wie gesagt, die Frequenz ist ja da. Gerade eben hier jetzt den 20. Fisch. Und da geht es auch direkt wieder weiter. So muss das sein. Und wenn ich jetzt so überlege, Alter, einfach nur auf Kartoffel, auch nicht schlecht. Und was hier alles reinrasselt, das ist ja auch das Schöne, ne? Das heißt, man hat jetzt ohne eine Futtermische zu verwenden, hat man einfach eine ganz große Auswahl an verschiedensten Fischen, die alle jetzt gerade auf die Kartoffel beißen. Man hat durch die Futtermische keine anderen irgendwie ausgeschlossen oder so, sondern man hat das einfach offen gelassen. Schön für jeder Fisch, der Bock hat, kann jetzt reinbeißen. Und man verscheucht mit der Futtermische nicht irgendwie die anderen. Lübt. So, jetzt habe ich einmal hier den Käse noch draußen auf der 1. Und dann gucken wir mal, ob der Käse hier auch angenommen wird. Ja, es wird so langsam hell. Und es geht tatsächlich wieder los. Wobei ich ja sagen muss, die Nacht war jetzt nicht wirklich Flaute. Es war vielleicht nicht ganz so viel wie am Tag. Aber auch da ging das ganz gut noch weiter. Und jawohl, die kleinen Brocken. Jetzt kommt sogar noch ein Giebel rein. Ja, was einfach gut ist, dass man so viel verschiedene Fische fängt. Viele verschiedene Fische bedeutet, man skillt auch, levelt auch schneller das Grundangeln. Und wenn man jetzt hier gerade im Low-Level-Bereich ist und einfach ein paar Brocken rausziehen will, dann ist das genau richtig. Schön viele unterschiedliche Fische ohne aufwendige Futtermische, ohne dass man das skillt, weil das Futtermische-Skillen und sowas, das macht man im Idealfall erst Level 20 plus, dass man sich erstmal ein bisschen die Kohle zusammenspart, die man braucht für ein besseres Setup. Denn erst wenn man ein richtig geiles Setup hat, lohnt es sich auch dann mit der Futtermische weiter Gas zu geben und da weiter zu skillen. So, dann schauen wir doch mal rein, was das Ganze jetzt gebracht hat hier nach 30 Minuten Angeln. Na, sagen wir 33 Minuten. Also nach 30 Minuten haben wir jetzt hier 119 Silber zusammen. 120 Silber in 30 Minuten. Kann sich sehen lassen. Und ich bin echt sogar ganz angetan davon. Das ist wirklich ganz vernünftig. Natürlich, hier unten sehen wir es natürlich nochmal. Also die Fische mit einem Durchschnittsgewicht, ich sag mal so zwischen 4 und 5 Kilo, die bringen dann halt auch die Kohle. Und dann hier die kleinen, ja, ich meine, man könnte die hier vielleicht alle noch zu Fischfetzen verarbeiten, wenn man das schon kann, wenn man das da noch ein bisschen skillen will, ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ansonsten, zack, einfach alles verkaufen, kratsching, und dann lohnt sich das. Ich renne gleich direkt wieder zurück hier, mache noch ein bisschen Kohle. Petri, ihr Lieben, und wie immer, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren, Daumen da lassen, und wir sehen uns das nächste Mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags ab 21 Uhr oder im nächsten Video. Petri.